Johnny Depp frisst Hunde und das ist Blödsinn. Was wirklich diese Woche passiert ist, das sage ich euch gleich, denn hier ist Green und das sind unsere Themen. News, Monty Python ist tot, warum sich Iron Man und Captain America zoffen, Piggy hasst Kermit, das Weihnachtsmonster kommt und Fallout 4 wird blutig. Runter kommen sie immer in Everest. Buh, es wird wieder sinister und holt euch den Babadook nach Hause. Gestorben. Terry Gilliam ist tot. Das berichtete das Branchenblatt Variety diese Woche. Ein weiteres Mitglied der legendären Comedy-Truppe Monty Python und genialer Regisseur ist von uns gegangen. Und niemand war davon überraschter als Terry Gilliam selbst. Denn Variety war wie viele andere auf einen Facebook-Hoax reingefallen und hatte einen vorproduzierten Artikel zu schnell online gestellt und nicht mal die Zeit gehabt, die Fakten zu checken oder den Artikel zu aktualisieren. Terry Gilliam starb nämlich nicht im Alter von XXX und seine Agentur bestätigte auch, Gilliam ist am Leben und glaubt nicht alles, was im Internet steht. I'm not dead! Genau, denn im Gegenteil, er stellte jüngst zusammen mit den restlichen lebenden Pythons die Katapult-Sammler-Edition von Monty Python and the Holy Grail. 40 years later, here it is, the scene, and you get to catapult them like we did. And over the parapet they go. Marvel Comic-Fans wissen es, in Civil War entzündet sich der Konflikt an einem Gesetz, das Superhelden dazu verpflichten soll, ihre wahre Identität zu enthüllen. Wie jetzt bekannt wurde, wird sich das im Film ändern. Und ehe es jetzt dazu einen Aufschrei gibt, ja, es gibt einen guten Grund dafür, denn im Gegensatz zum Comic-Universum hat das Marvel Cinematic Universe kaum Superhelden mit einer geheimen Identität. Thor, Iron Man, Hulk, Black Widow, der Typ mit dem Pfeil. Die Regierung kennt ihre Identitäten und da nur wegen Daredevil und Spider-Man wohl kaum so ein Aufwand gemacht wird, gibt es jetzt im Film ein anderes Gesetz, das für Unruhe sorgt. Die Sokovia Accords, mit denen die US-Regierung nach den Vorfällen am Ende von Avengers 2 die Entscheidungsfreiheit der Superhelden beschränken möchte. Sie will nämlich entscheiden, wann und wo sie eingesetzt werden. Ja, und das sorgt dann für Spannungen und schwere Meinungsverschiedenheiten zwischen Tony Stark und Captain America und führt dann zum Civil War. Das Ganze scheint eine gute Alternative zum Superhero Registration Act zu sein. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir doch einfach unten in die Kommentare. Spieglein, Spieglein. Black Mirror war wohl eine der coolsten und smartesten BBC-Serien der letzten Jahre. Die in sich abgeschlossene und faszinierend herausfordernde Stories rund um Menschen und ihren Umgang mit der Netzwelt und Technik erzählten. Leider gab es bisher nur zwei Ministaffeln mit je drei Folgen und ein Weihnachtsspecial. Doch für alle Fans von Charlie Brookers Show kommt jetzt eine gute Nachricht. Denn wie Slashfilm berichtet, verhandelt Netflix gerade über eine Fortsetzung. Wir freuen uns, denn intelligente Sci-Fi ist im Fernsehen ja nicht gerade häufig und Charlie Brooker ist nicht erst seit seiner Big Brother mit Zombie-Serie Dead Set einer der talentiertesten TV-Macher der Zeit. Wie viele neue Folgen kommen sollen und wann sie bei Netflix erscheinen, ist leider noch nicht klar, aber wir sind schon mal gespannt, wenn es wieder heißt Black Mirror. Trennung! Und noch mehr Gossip. Neulich schockte uns die Meldung, dass sich Kermit und Miss Piggy getrennt haben. Am 22. September startet jetzt die neue Muppet-Reality-Doku und zwischen Schwein und Frosch herrscht anscheinend immer noch Eiszeit, wie man in einem aktuellen Promo-Video sehen kann. Oh. God. I think Wait. You stepped on Kermit's line. Yeah, well, he stepped on my dreams. Uh-oh. Whoa. Oh, tough breakup? Oh, yeah, kind of. So sorry. Well, it's okay. You know, we just, we kind of decided that we wanted different things in life. If you could just not look so sad. Oh, we just discovered yeah, we wanted great. Separate things. So Tuesdays, right? Things. Okay. Bye. Und während Kermit anscheinend schon eine neue hat, auch wenn er jede Beziehung zu dem Schwein Denise leugnet, ist Piggy sichtlich angegriffen und stinksauer. Angeblich fürchtet Kermit um seine Sicherheit und versucht seine Ex jetzt mit anderen zu verkuppeln. Wir dürfen gespannt sein, wie das Ganze ausgeht, aber das erfahren wir wohl erst, wenn die Show startet. Piggy is your ex, right? Yeah, yeah, we're broken up. You're totally broken up. Nothing going on there? Yeah. I'm just wondering. Monster. Die aus Deutschland kommen, haben es ja schwer. Selbst der Poltergeist ist ja eher Amerikaner mittlerweile, aber jetzt kommt ein Horrorfilm, der sich einem deutschsprachigen und slawischen Raum bekanntes Wesen als Ursache allen Grauens herausgesucht hat. Der Krampus, den unheimlichen Begleiter des Nikolaus. Jetzt gab es den ersten Trailer und der verspricht ganz und gar unruhige Weihnachten für eine amerikanische Familie. Stattdessen kommt ein finsteres, altertümliches Wesen. Das sind Hufe. Ein Elch oder eine Ziege? Welche Ziege geht auf ihren Hinterläufen? Sein Name ist Krampus. Was?
Johnny Depp hatte ja mit seinen letzten Filmen leider nicht so viel Glück. Die Schnauzbart-Comedy Mordecai gilt sogar als einer der schlimmsten Filme des Jahres. Vielleicht kehrt er ja deswegen auch in vermeintlich sichere Gefilde zurück. In Australien drehte er den 5. Teil von Pirates of the Caribbean. Doch leider hatte er auch dabei Ärger. Denn die Australier wollten seine beiden Yorkshire Terrier Pistol und Boo partout nicht ins Land lassen. Und schließlich meldete sich auch der Landwirtschaftsminister zu Wort und meinte, man könne, was die Tiereinfuhr anging, nicht für jeden Hollywood-Star eine Ausnahme machen. Und die Köter sollten sich schnellstens wieder in die USA verpissen. Auf einer Pressekonferenz in Venedig zu dem Vorfall befragt, wie denn das Drama ausgegangen sei, antwortete Depp jetzt: I killed my dogs and ate them under direct orders from some kind of sweaty, big-gutted man from Australia. Das glauben wir da mal genauso, wie wir glauben, dass Jack Sparrow aus seinem Rückenhaar einen Floß zusammengeknotet hat. Und hoffen mal, dass Pirates 5 besser wird als der lahme 4. Teil. Was passiert diese Woche eigentlich bei Games? Das kann uns nur einer verraten und der heißt Hannes! Snake? Snake? Snake! Die Metal Gear Solid Reihe feiert mit The Phantom Pain ihr Comeback und Hideo Kojima gleichzeitig seinen Abschied. Diesmal schlüpfen wir in die Rolle von Big Boss und stolzieren als harter, bärtiger Mann durch die Wüste. Das ist in Videospielen so üblich. Ein kleiner Trick lässt uns The Phantom Pain aber auch als Frau durchspielen, die dann sogar an den Cutscenes vertreten ist. Und nein, die Rede ist nicht von einer ewig nackten Quiet. Ihr werdet übrigens nie glauben, was die Begründung ist, warum sie kaum etwas anhat. Es ist absurd, aber... Psst, Spoiler. Naja. Die eigentlich spielbare Frau ist eine Gefangene, die in der Mission Prisoner Extraction 2 befreit werden kann. Im Anschluss einfach die Gefangene vor jeder Mission im Charakterbildschirm auswählen und schon haben wir unsere weibliche Superspionin. Man kann die Welt nämlich auch ohne Bart retten. Oh! Themenparks sind großartig, aber wer nicht gerade auf Disney oder Filme allgemein steht, hat nicht die größte Auswahl. Ubisoft will das nun ändern, denn der französische Publisher plant die Eröffnung eines eigenen Freizeitparks. Dort sollen dann auch Attraktionen stehen, die an Franchises wie Far Cry, Assassin's Creed oder auch Watch Dogs angelehnt sind. Auf insgesamt 10.000 Quadratmetern Fläche soll der Indoor-Park entstehen. Vorerst aber nur an Kuala Lumpur in Malaysia. Denn bei uns ist in der Nähe vorerst kein Ableger geplant. Dabei wollte ich doch unbedingt auf die Wasserrutsche für Auftragskiller. Oh, Blut, Blut, Blut! Als Fallout 3 im Jahre 2008 in die Läden kam, eroberte das Rollenspiel die Herzen unzähliger Spieler. Doch in Deutschland wurde die Freude an der postapokalyptischen Welt ein klein wenig gedämpft. Zwar durften wir auch hier mit allerlei Schusswaffen und sogar Mini-Atombomben auf die Gegner losgehen, viel Blut gab es dabei aber nicht zu sehen. Das Spiel wurde stark geschnitten und vor allem die Todesanimationen im WOTS-System wurden entschärft. Dieses Schicksal wird Fallout 4 aber nicht ereilen. Wie die USK nun bekannt gab, bekam Fallout 4 die Altersfreigabe ab 18 Jahren und kann somit ungeschnitten auf den Markt. Das bedeutet nicht, dass Fallout 4 ein gutes Spiel wird, aber es wird auf jeden Fall brutal. Und naja, das ist ja auch was. Mehr Blut, Liebe und Freude findet ihr auf gamesplot.de. Schaut vorbei, meldet euch an, ich freue mich auf euch. Ganz schön hoch geht es diese Woche zu. Worum es da geht, das verraten wir euch gleich in unseren Starts der Woche. Es ist eine Menge Bergerfahrung in diesem Raum versammelt. Ohne wärt ihr nicht hier. Aber der Everest ist der gefährlichste Ort der Welt. Festhalten! Der Bergthriller, der auf einer wahren Begebenheit beruht, ist bereits der 5. Film mit dem Namen Everest. Die Kritik bescheinigt ihm solide Unterhaltung für Höhenkoller-Fans und vergibt durchschnittlich 7 Punkte. Ich will dir etwas zeigen. Es gibt Hinweise auf Bugul in sämtlichen Kulturen. Einige haben geglaubt, er ernährt sich vom Verderben der Unschuld. Children, have you ever met the bogeyman before? Kein halbwegs erfolgreiches Horrorfilm ohne Sequel. Und auch wenn wir die üblichen Buh-Effekte mittlerweile auswendig kennen, reißt die Flut der Fortsetzung nicht ab. Denn Horrorfilme sind einfach sehr billig produzieren und machen fast immer Gewinn. Und das gilt vermutlich auch für Sinister 2, dem die Kritiker mal so gar nichts abgewinnen konnten und ihm Ideenlosigkeit und überwältigende Langeweile vorwerfen. Das reicht für magere 3,5 Punkte im Schnitt. Dieser Monsterunsinn muss aufhören. Du wirst ihn nicht los, den Babadook. Lass ihn nicht rein! Lass ihn nicht rein! Lass ihn nicht rein! Baba. Was willst du? Das
Das war ein Ausschnitt aus Babadook, einem der vielleicht besten Horrorfilme der letzten Jahre. Und den könnt ihr euch jetzt nach Hause holen, denn wir verlosen mit Unterstützung von Cape Light dreimal die 2-Disc Limited Collectors Edition im Mediabook und dreimal die Blu-Ray Steelbook Edition und dreimal die DVD von Babadook. Was müsst ihr machen, um zu gewinnen? Ganz einfach, schreibt uns doch den Namen der Drehbuchautorin von Babadook unten in das verlinkte Gewinnspielformular. Nicht in die Kommentare, ins Gewinnspielformular. Und beantwortet uns außerdem noch die Frage, was hat sie denn außer dem Drehbuch noch gemacht? Dieses Gewinnspiel endet wie immer eine Woche, nachdem dieses Video hochgegangen ist. Und ich wünsche euch viel Glück. Ihr guckt jetzt noch weiter, denn wir haben für euch noch die Interviews zu Fuck You Goethe. Und da hat TomTom die Besetzung mal gefragt, wie gut seid ihr eigentlich in der Schule und ihnen ein paar knallharte Aufgaben gestellt. Da guckt ihr jetzt weiter. Wir sehen uns nächste Woche am Sonntag, dem Screentag, wieder. Bis dahin, checks, flex und relax. Und wie immer, viel Spaß im Dunkeln. Gebt uns einen Daumen hoch, verteilt uns. Aber das macht ihr sowieso. Bye!